Was geht ab, Leute? Nerdalert Games und willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare. Es scheint so, als ob der hier in dem Mausoleum ist. Guter Schuss. Boah, drei auf einmal, ey. Gar nicht mal so übel, oder? Mist, ich kann da gar nicht rein. Sparsam. Er ist erledigt. Ein Schuss nur. Scheint hier unten drin zu sein. Ich hab die Lampen für dich ausgeschossen. Nein, der ist hier. Kein Anzeichen von Hadir. Siehst du das? Die Geisel Barkov verlassen hat. Du musst mir nur sagen! Ich weiß es nicht! Sehr gut. Im Westen ist ein Sicherungskasten. Damit kannst du den Strom abschalten. Was hat er gesagt? Ein Sicherungskasten? Wo? Shit. Sieh, ob der Geisel noch sprechen kann. Alles schallgedämpft, mega. Wieso? Was? Zweiter Stock. 451. Sie haben ihn gebrochen. Er sagte zweiter Stock, 451. Mehr Informationen haben wir nicht. Geh nach ganz oben im Haus. Wir treffen uns dort. Okay. Oh shit! Ich dachte, der geht durch. Die kann ich nicht ausschalten. Doch. Captain Price ist immer so lustig, ey. Soll ich hier durchrennen? Was ist denn los? Verschwinde. Da liegt er. Das Tor ist 100% zu. Geh zum Haupthaus. Aber hier ist was offen. Ich werde nicht auf die Hauptstraße gehen. So viel ist sicher. Wer jeden nicht ausknipsen kann, knipst sie aus. Mist, der ist stehen geblieben. Oh fuck, was war das? Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballstadion. Ab in den zweiten Stock sofort. Ich arbeite daran. Die wissen immer noch nicht, wo ich bin. Shit, jetzt hat er mich gesehen. Aber wenn der Wagen nicht sieht, das Ende. Kann ich nicht den Fahrer ausknipsen? Alter, ich komme nicht an den vorbei. So, das war's mit dem Wagen. Ein Schuss nur noch. Ich bin jetzt relativ gut sichtbar. Mein Gott, wie viele sind denn hier bitte?
ist los? Das ist mehr als ein Wespennest. Die versuchen damit Licht zu machen und mich zu verbrennen. Die könnten mich ans Maschinengewehr setzen. Das ist verlockend. Ich stolper den einen Weg in den Tod. Fuck. Manny, Johnny's hier. Da, wie viele sind hier? Manny, Johnny's hier. Können das mal bitte alle gewesen sein? Ich hab nicht mehr viel Munition. Begib dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. Das ist hell. Geh in den zweiten Stock. Never. Jetzt einfach zu viel Licht. Ich kann nicht glauben, wie viele Gegner hier sind. Ja, fuck, ey. Wäre ich einfach mal hochgerannt. Oh nö, ey, ich hab so viel ausgeknipst. Hier ist jetzt alles beleuchtet wie in einem scheiß Fußballstadion. Ab in den zweiten Stock sofort. Ich arbeite daran. Oh, das glaube ich jetzt nicht, ey. Wie viel ich ausgeknipst habe, bis ich da hoch rennen konnte. Fuck den Wagen, ey. Ob der Baum dich schützen kann. Ich habe, glaube ich, schon 20 allein getötet, nur um in die Fronttür zu kommen. Oh, wie viele da kommen? Und fucking normal. Okay, ich bin drin. Begib dich in den zweiten Stock. Wir müssen uns beeilen. Ist jetzt gut? Können wir hoch? Das geht wirklich in Schneckentempo gerade voran. Geh in den zweiten Stock. Alter, wo laufen die lang? Boah, der hat mich fast gekriegt. Es sind zu viele. Unterwegs in den zweiten Stock. Nicht schießen, bin oben. Wie ist der denn hier durch die ganzen Gegner gekommen? Öffne die Tür, ich gebe dir Deckung. 451. Bitte, ich wusste nicht, was hier ist. Er ist nicht hier. Deine Familie war. Schützt ihr ihn etwa? Nein, wir holen dich. Komm. Wartet, ich bin nicht euer Feind. Ich weiß, wo das Gas herkommt. Ich habe den Standort. Das ist Barkovs Chemiefabrik. Ja, ich will sie zerstören. Wir sind auf derselben Seite, Captain. So nicht. Dann helft uns. Bitte, helft meiner Schwester. Leise. Runter! Es sind Barkovs Männer. Shit, ey. Ich denke, dass er immer noch gut ist, aber er will sein eigenes Ding durchziehen. Das geht gar nicht mit dem Gas.
Tür klemmt! Kai, die Tür klemmt! Weiter! Raus hier, raus hier, raus hier! Das war ein Stich ins Wespennest, Tadir! Dafür wird backen! Boah! Jetzt hat er die Ressourcen von dem Schlechter und dem Typen genutzt, um das Gas zu vernichten. Was ist mit dem Typen? Aber der Schlechter wollte das doch zünden. Ich blick hier nicht mehr durch. Ach da. Wo lang? Oh fuck! In die Gebäude und offene Bereiche vorbei! Wieso hab ich das gewusst? Habe ein Ziel, Nordseite! Kacke. Hier werde ich nicht durchkommen. Habt ihr. Wow! Der Heli hat dich angesehen! Ja, das hat er. Der Heli wirft uns auseinander! Ach, fuck, ich wollte da irgendwie außen rumkommen, aber da ist kein Gebäude, wo ich flüchten kann. Gewächshaus ist total dumm, aber egal! Wir brauchen Deckung! Reiner! Der Heli hat dich anvisiert! Scheißegal, ich geh hier rein. Er hat die Deckung verlassen! Jetzt eine Deckung! Oh Mann, bis wir hier raus sind, ne? 30 Meter circa noch. Da in den Tunnel. Nein, ich bin so nah! Verschlossen! Reiß, ich brauch was, um sie zu öffnen! Nimm den hier! Boah! Sammel dich. Mir ging's nie besser, Sir. Ihr greift mit mir das Labor an, ja? Vergiss es. Du bist erledigt. Captain! Für dich gibt's kein Zurück, Hadir, das weißt du. Aber ihr tut das Richtige, ja? Boss, wir bringen das zu Ende, oder? Wir brauchen Hilfe. Hoffen wir darauf. Jeder macht hier irgendwie, was er will. Und er wird dafür festgenommen. Captain, bitte, geben Sie Farah die Pläne, das schulde ich ihr. Du schuldest es der ganzen Welt. Was kümmert mich die Welt? Ich tat es für meine Schwester. Baseplate 106, verbündetes Flugzeug nähert sich von Süden auf 180, Rufname Roger 1. Roger. Laswell.
Was macht sie? Ich rieche Blut. Laborinfos. Behalte die. Ja, Sir. Was zur Hölle soll das? Ein Schlussstrich. Wir liefern ihn aus. An wen? Russland. Ein Austausch? Kein Austausch. Was ist los, Boss? Moment. Machen Sie keine Schwierigkeiten, Captain. Dann geben Sie mir keinen Grund. Das ist ein Stellvertreterkrieg. Wir sind alle nur Spielfiguren. Sie sprechen für sich. Hände gehen aus. Ja, Sir. Adieu für Sie. Infos sind meine. Was immer Sie vorhaben, ich kann helfen. Ich werde mich bei Ihnen melden. Ich halte die Augen offen. Pfarrer! Reden wir! Ich weiß, wie das läuft, Captain. Diesmal nicht. Sie gaben Hadir an die Russen. Die töten ihn. Wenn er Glück hat. Wieder retten Sie die freie Welt, Captain Price. Hadir fand Barkovs Labor in Ostgeorgien. Die Gasfabrik. Er wollte sie zerstören. Hadir ist völlig irre. Wir sind alle etwas irre, oder? Habe ich recht, Alex? Auf jeden Fall, Sir! Wenn du hilfst, vollenden wir, was er begann. Sie sind ein guter Freund und bestimmt ein schlimmerer Feind. Aber ich falle nirgendwo ein. Ich verteidige mein Volk hier in der Heimat. Manchmal ist die beste Verteidigung. Alles da. Pläne. Personal. Verstehe. Eine Miliz ohne Verbindung zum Westen könnte das machen. Und schuld wären die Terroristen, oder? Es war gut, ihnen zu trauen. Ist Barkov dort, ist er mein. Es ist eine Geheimoperation, um Barkovs Labor zu zerstören. Nikola ist bereits drin. Er gibt euch die Sprengsätze. Zwei Teams infiltrieren. Garrick und ich platzieren Sprengsätze an der Pipeline. Farah und Alex besorgt einen Zünder von Nikolai und präpariert die Heizkessel. Ist der Sprengstoff platziert, bringt euch in Sicherheit und zündet ihn. Leswoods Luftunterstützung räumt frei. Der Rest liegt bei uns. Truppen ohne Schutz zur Unterseite der Brücke. Feuer frei. Verstanden. Hier markiert noch nicht scharf. Ding Dong. Geh mal zu Hause. Wir nach. Yalla, yalla. Perimeter offen, Kate. Wir rücken vor. Okay, halten wir mal zusammen. Eine Gruppe gemischter Truppen, was eigentlich eine Miliz ist, greift Russland an. Und Russland merkt das nicht und wir sind schon ein Panzer drin. Okay, alles klar.